Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Samstag. Morgen ist Sonntag. Heute wollten wir eigentlich noch nicht umziehen, weil es ist ja oben, wo wir hochziehen, noch eine Ferienwohnung. Und wir haben gehofft, dass bis heute noch Gäste kommen, Samstag auf Sonntag, weil eigentlich immer Samstag auf Sonntag Gäste kommen. Aber da es das letzte Wochenende ist, könnte es sein, dass doch keine Gäste kommen. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir fangen jetzt mal leicht an, aber nur mit den Dingen. Da kommt das Baby gekrabbelt. Wolltest du auch mal guten Morgen sagen? Nur mit den Dingen, die wir immer noch zumachen könnten, wenn Gäste kommen, wie zum Beispiel die Abstellkammer. Wir werden jetzt anfangen, unsere Abstellkammer, die in der Ferienwohnung ein Putzraum war, auszuräumen und dort unsere Vorratskammer reinzumachen. Weil selbst wenn Gäste kommen, könnten wir das wieder abschließen. Und vielleicht noch den Schreibtisch hochbringen, ohne jegliche private Inhalte, könnte auch da stehen, wenn Gäste kommen. Aber ich nehme euch heute mit und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das Baby liebt es doch so, in die Kamera zu schauen. Deswegen sagt das Baby jetzt auch nochmal guten Morgen, oder? Sagt guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wir winken uns zu. So, wir gehen nach oben in unsere bald Wohnung. Ich habe hier meinen Mann dabei. Sag mal hallo. Hallo. Die kleine Maus ist in der Trage. Und jetzt gehen wir mal an die Abstellkammer. Oh, mir ist kalt. Oh. Weil hier ist ja, also wenn die Ferienwohnung in Benutzung ist, ist hier immer unser privater Putzraum. Der ist sowieso immer abgeschlossen. Und da sind jetzt natürlich noch Sachen drin von der Ferienwohnung. Und die machen wir jetzt alle runter in den Keller. Und machen hier unsere Abstellkammer rein. Alles, was die Mama in den Korb reingeräumt hat, räumt das Baby wieder auf. Super machst du das. Super. So, ihr Lieben. Der Raum ist leer, außer das Regal. Aber das haben wir jetzt gerade gesagt, behalten wir und stellen unser Regal aus der Küche dazu. Weil dann haben wir genug Stauraum für Lebensmittel, für Vorräte, für alles, was man so braucht. Wir hoffen, dass das wegen der Schräge hier auch noch drunter geht. Müssen wir jetzt ausprobieren. Dann gucken wir mal, ob wir später irgendwas für da finden, vielleicht so ein kleineres, nicht hohes Regal, dass man da noch was draufstellen kann. Und hier ist der Raum dann schon fertig. Hier kommt unser gelber Sack hin. Und hier sind so Reststücke von der Küche von hier oben. Und da haben wir gerade gesagt, dass wir die vielleicht sogar noch in die Küche anbringen. Als Regalbretter oder so. Das müssen wir uns überlegen. Auf jeden Fall ist der Raum jetzt mal leer. Und jetzt bringen wir alles in den Keller, weil das steht alles noch hier rum und alles im Gang. Und dann werden wir anfangen, von unten, also von unserer privaten Wohnung, alle Vorräte schon mal hier reinholen. Jetzt haben wir noch schön ausgewischt und gesaugt. Jetzt ist der Raum richtig schön sauber. Jetzt werde ich, glaube ich, die Gelegenheit nutzen und das Baby ins Bett bringen, weil die ist schon wieder müde. Es ist 11 Uhr. Ja, 11. Und wenn sie dann schläft, dann kann die Mama ein bisschen besser mithelfen, ne? Hoffen wir, dass sie heute länger schläft als gestern. Es waren gerade die heiligen drei Könige da. So süß, Leute. Oh Gott. Na, und du hast es auch gesehen. Haben gesungen für uns. Und die Tür neu beschriftet. Ich wollte es filmen, aber die Kamera war oben. Und ich konnte denen ja nicht sagen, hey, wartet mal kurz, ich filme euch für YouTube. Ich hätte sie natürlich zensiert. Aber ja, war schade, weil es war jetzt echt ein süßer Moment. Aber ich zeige euch kurz, wie sie die Tür beschriftet haben, weil unsere Eingangstür ist so weiß-grau und da hat man die Kreide nicht gesehen und deswegen haben die so ein kleines schwarzes, ja, Kreide-Klebestreifen mitgebracht und haben jetzt unsere Tür neu beschriftet. Voll süß. Süß, oder? Das ist eine schöne Tradition. Und haben so schön gesungen. Dann haben wir natürlich auch was gespendet, ein bisschen Geld gegeben und Schokolade. Gott sei Dank hatte ich was da. Dadurch, dass wir die ganzen letzten Jahre immer unterwegs waren, showmäßig, haben wir das nie mitgekriegt. Und ich war jetzt so ein bisschen emotional überrascht. Ich habe fast geheult. Komisch, ne? Vielleicht sind das noch die Hormone. Aber es war so schön. So, ihr Lieben, ich bringe jetzt die kleine Maus ins Bett. Und dann geht's weiter und ich melde mich gleich wieder. Die ist jetzt eingeschlafen und jetzt wollen wir, da haben wir schon ein schönes Chaos veranstaltet,
dieses Regal kurz ausräumen, nach oben tragen und dann das wieder schön ordnen in unsere neue Abstellkammer. Weil dieses Zeug, finde ich, ja, ist nicht so schön, das muss man nicht jeden Tag sehen. Und da wir oben jetzt so eine Abstellkammer dafür haben, ist das super. Deswegen gehen wir jetzt da mal ran. Eine kurze Stärkung im Chaos. Wir haben jetzt schon einiges in der Küche gemacht. Jetzt gibt's kurz was ganz Einfaches. Kartoffelbrei mit Spiegeleier und Spinat. Die kleine Maus hat noch was von gestern übrig und auch ein bisschen Kartoffelbrei und Spinat. Und danach geht's weiter. Es ist dunkel. Ich habe euch vorher nicht mehr mitgenommen, weil meine Eltern kurz da waren, haben uns ein Regal abgesägt. Und meine Mama hat schön die kleine Maus beschäftigt, dass ich noch ein bisschen hier in der Küche Chaos veranstalten konnte. Aber es kamen heute keine Gäste mehr für oben. Heute ist immer noch Samstag. Und jetzt haben wir einfach beschlossen, es ist 19 Uhr, dass wir jetzt einfach schon mal ein paar Sachen hochbringen. Ein guter Freund von uns ist da, der Chris aus Schottland, deswegen Chris. Der hilft uns jetzt gerade schon Möbel abbauen und Sachen hoch und runter zu tragen. Wir haben gedacht, wir nutzen das jetzt einfach, dass heute doch keine Gäste da sind und fangen schon mal an. Hier in der Küche haben wir schon das Regal weggebracht. Habe ich euch das vorher gezeigt? Weiß ich gar nicht. Zeige ich euch gleich oben. Und der Schreibtisch. Hier, das Eck ist schon leer. Der Schreibtisch ist schon oben. Und jetzt bauen sie gerade in Lianas baldigem Zimmer das Doppelbett ab, dass wir Lianas Möbel hochbringen können. Ja, wir machen jetzt einfach schon so ein bisschen Vorarbeit für morgen. Morgen kommen ja viele zum Helfen. Aber wir haben gedacht, was wir jetzt noch erledigen können, das machen wir jetzt. Ich zeige euch mal, was oben schon so alles los ist. Also hier haben wir schon mal ein Regal, das Küchenregal, in unseren Abstellraum gebracht. Und dann hat mein Papa das Regal, wo hier war, hat er aus einem Regal zwei gemacht, weil wir hier diese blöde Schräge haben. Und hier auch, deswegen hat es nicht gepasst. Das wird so unser Abstellraum. Das ist jetzt schon mal so ein bisschen, wie es später sein soll. Wir kaufen uns noch irgendwann, wenn wir Geld haben, eine Waschmaschine dahin, dass wir nicht runter müssen für private Wäsche. Und dann sind die Jungs da hinten gerade am Bett abbauen. Hier in Lianas Zimmer. Ich fange gerade an, die ganzen Ferienwohnungen-Dinge rauszuholen. Und ihr seht, hier sieht es schon im Chaos aus. Und oben haben wir den Schreibtisch, also die Jungs haben den Schreibtisch schon hochgetragen. So, hier steht unser Schreibtisch. Ja. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir heute Abend noch alles machen. Ihr seht, ich habe die kleine Maus in der Trage. Die hat einen Mittagsschlaf gemacht und war danach nicht so gut drauf. Deswegen habe ich es jetzt in der Trage behalten. Ich mache so viel, wie ich kann. Und die Jungs sind fleißig. Und jetzt schauen wir einfach mal, was wir heute noch alles so schaffen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Du bist ein kleines fleißiges Baby. Hilfst du mit, mein Schatz? Also, die Jungs haben jetzt schon mal den Schrank hochgebracht. Die Kommode kommt noch raus. Hier kommt wahrscheinlich der Wickeltisch hin. Jetzt holen sie gerade das Bett. Das muss aber abgebaut werden, weil es unten nicht durch die Tür passt. Ich weiß noch nicht, entweder mal hier hin oder hier hin. Mal schauen. Ja, aber wir kommen voran. Es ist 20.11 Uhr. Mal schauen, wie lange wir heute noch machen. Vor allem, wie lange das Baby noch macht. So, jetzt haben wir schon fast halb zehn, nee, schon nach halb zehn. So ist jetzt der Stand. Das Babybett ist oben, die Spielsachen. Wir wollten, habe ich euch das schon gesagt, wir wollten das Zimmer auf jeden Fall fertig machen, dass die kleine Maus morgen einen Rückzugsort hat, wo jeder mit ihr spielen kann, dass sie nicht so in diesem Trubel mit sein muss. Deshalb bin ich schon ziemlich happy, aber natürlich steht das alles noch nicht richtig und ich habe es noch nicht dekoriert und nicht eingerichtet. Also das ist jetzt nur mal der Stand. Ich zeige euch jetzt noch schnell, wie das Wohnzimmer gerade aussieht. Ah, wir haben den Wickeltisch mal hier reingequetscht. Bin noch nicht sicher, ob der hier bleibt. Und das Wohnzimmer ist jetzt vollgestellt. Mit dem Bett, das in Lianas Zimmer war und allem, was noch so rumsteht. Aber ja, das ist jetzt mal der Stand der Dinge um halb 10 Uhr nachts am Samstag. So, ihr Lieben, das ist jetzt 23.11 Uhr. Das Baby schläft seit 10. Die hat so lange gemacht mit uns.
Aber ich habe eigentlich gedacht, wenn sie schläft, dann starte ich richtig durch und jetzt bin ich so todmüde. Aber wir haben schon gut was geschafft. Also zu dritt, würde ich sagen, haben wir echt viel geschafft. Das Kinderzimmer ist soweit professorisch fertig, dass sie da morgen drin spielen kann. Wir werden uns dann immer abwechselnd drum kümmern, wer die kleine Maus bespaßt. Und Gott, ich kann schon gar nicht mehr denken. Morgen geht's weiter. Ich gehe jetzt schlafen. Bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wahrscheinlich ist es nicht morgen, wenn ihr das Video seht, aber bei uns ist gerade morgen. Bei uns ist 8.30 Uhr. Die kleine Maus hat bis um 8 Uhr geschlafen. Sehr gut. Willkommen im Chaos. Ich versuche gerade in unserer Chaosküche Frühstück für uns zu machen. Alles steht rum, alles ist dreckig. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich hier gerade der kleinen Maus mal ein Frühstück gemacht. Und jetzt mache ich mir und meinem Mann noch 2-3 Brote. Ah nee, mein Mann hat Croissants, die backe ich gerade auf. Und mir mache ich noch 2-3 Marmeladenbrote. Brote. Dann habe ich uns Tee gemacht. Und jetzt müssen wir ein Plätzchen finden, wo wir noch hinsitzen können. Weil natürlich alles zugestellt ist und ein Teil schon oben ist. Aber ja, das versuchen wir jetzt. Mein Mann telefoniert gerade mit seinen Eltern, weil heute ist in der Ukraine Weihnachten. Also eigentlich gestern. Am 6. Januar feiern die wie wir bei uns am 24. und am 25. Also heute am 7. ist bei denen so wie in Amerika und England dann eben Weihnachten und Geschenke geben die, glaube ich, nicht. Das machen sie, glaube ich, an Neujahr. Aber ja, heute ist offiziell Weihnachten in der Ukraine. Leider können wir das nicht feiern. Vielleicht nächstes Jahr. Wir wollen natürlich die ukrainischen Traditionen schon auch unserer Tochter beibringen. Aber heute ist einfach zu viel Chaos und gestern war auch schon Chaos, dass wir da irgendwie hätten feiern können. Und ich muss mich da natürlich dran gewöhnen und drum kümmern, dass dann da auch Weihnachtsstimmung ist noch. Aber ja, ihr Lieben, wir frühstücken jetzt im Chaos und ich versuche euch einfach so wieder mitzunehmen heute, wie es geht. Ich muss natürlich auch mit anpacken und mich um die Kleine kümmern. Deswegen weiß ich noch nicht, wie viele Szenen ich reinschneiden kann von dem heutigen Tag. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Immer wenn ich jetzt anfange zu vloggen und das Baby sieht das, dann kommt das Baby her und möchte in die Kamera schauen. Ne? Da sieht man sich in der Kamera. Da sieht man sich. Wo ist das schöne Baby? Da! Ein kurzes Update. Jetzt ist schon mal ein Bett von der Ferienwohnung unten gelandet. Mein Mann ist fleißig, hat es gerade runtergetragen. Ich habe die kleine Maus jetzt ins Bett gebracht. Wir hoffen, dass sie jetzt mindestens einen 2 Stunden schläft. Ne, 2 kommt nie vor. 1,5 hoffe ich. Dass ich jetzt einiges machen kann. Mein Mann geht nämlich jetzt kurz mit der Mia spazieren, weil die darf natürlich bei unserem Umzug auch nicht zu kurz kommen. Da hinten liegt sie. Ich glaube, das ist halt auch für Tiere und auch für Liana echt anstrengend, dass so viel los ist und dass man dann plötzlich woanders wohnt. Nicht die gewohnte Umgebung. Das ist schon, glaube ich, ein bisschen doof. Aber ja, die zwei werden sich hoffentlich dran gewöhnen. Deswegen geht mein Mann jetzt spazieren und ich mache so Kleinsachen. Natürlich ist jetzt überall Chaos. Ich werde jetzt versuchen, vielleicht das Badezimmer frei zu machen oder halt die Küche. Ah, die Küche, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen davor drücke. Ich glaube, ich mache die Küche, weil das ist so das Peinlichste, was dann die Helfer vielleicht nicht unbedingt sehen sollen. Dreckiges Geschirr und so. Genau. Das ist peinlich, deswegen mache ich das jetzt, bevor die Helfer kommen. Dreckiges Geschirr und dreckige Wäsche mache ich jetzt weg. Und ja, ich nehme euch wieder mit beim nächsten Schritt, hoffe ich, wenn ich es nicht vergesse. So, ihr Lieben, jetzt habe ich gerade ein bisschen die Küche aufgeräumt bei uns unten, die Dreckwäsche in den Keller gebracht und jetzt habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet für unsere Helfer gleich. Nichts Großes. Ich habe einmal Chips, Cheese and Onion, einmal Paprika-Chips, einmal so kleine Brezeln, Mars und Snickers. Dann habe ich jedem ein Glas beschriftet, weil das ist ja beim Umzug meistens so, dass man dann das Glas irgendwo hinstellt und nicht mehr weiß, wem gehört es. Deswegen kriegt jeder sein eigenes Glas. Und im Kühlschrank habe ich Mineralwasser, Apfelsaft und Johannisbeersaft. Dann können sie sich Schorle machen oder nur Wasser trinken. Und die Männer haben natürlich noch Bier, das ist unten im Kühlschrank.
dass die auch versorgt sind. Und wenn wir dann heute Abend fertig sind, hoffentlich, dann bestellen wir noch Pizza. Ja, das ist vorbereitet. Ich mache weiter. So, jetzt sind alle da. Mein Papa und der Freund von meiner Schwester bauen gerade ein Bett ab. Und meine Jungs, mein Mann und zwei Freunde von uns probieren jetzt unseren riesigen amerikanischen Kühlschrank hochzubringen. Ich zeige euch mal das Spektakel. But you cannot hold that all by yourself, Chris. Wait, look at that. Oh. God, I cannot even look. Okay, push. Yeah. Woohoo! Good job, guys. Told you it's easy. So, jetzt ist der Kühltrank oben. Wow, das war ein Spektakel. Gut, dass ich so starke Männer um mich herum habe. Alles Künstler und Artisten, alles kräftige, nee, nicht kräftig, kräftig heißt dick, oder? Also ich meine halt starke Männer. Jetzt kommt wieder ein Frauenjob. Das darf man nicht sagen, ne? Ich bin auch stark. Aber ich tue jetzt mal hier den Kühlschrank nochmal auswischen und dann alle Produkte wieder reinmachen. Oh, ich bin jetzt richtig erleichtert. Das war irgendwie das, wo ich am allermeisten gebankt habe mit dem Kühlschrank. Aber der ist jetzt oben und was auch ganz toll ist, meine Mama und meine Schwester beschäftigen die kleine Maus, spielen mit der in ihrem neuen Kinderzimmer und die ist ganz lieb und selig und verlangt gar nicht nach mir. Und das ist super, weil dann kann ich natürlich hier so ein bisschen managen und mithelfen. So, es ist, wie viel Uhr? Wie viel Uhr ist es? Ah, hier liegt ein Handy. Es ist 14.37 Uhr und wir machen eine kurze Kaffeepause für alle Helfer, weil meine fantastische Mami ganz viel Kuchen mitgebracht hat. Und dann haben wir ja noch diese Snacks hier vorbereitet. Schaut euch mal diese Torte an. Das machen wir jetzt und dann geht's weiter. So, es geht voran. Hier steht schon unser Sofa und der Fernsehtisch. Die kleine Maus schläft gerade in ihrem neuen Zimmer, in ihrem eigenen Bett. Das erste Mal mit meiner Mami, also mit ihrer Oma. Der Tisch muss noch runter, deswegen kann ich euch jetzt gerade nicht im Kinderzimmer das zeigen. Im Badezimmer ist auch schon alles Chaos natürlich, aber wurde auch schon alles hochgetragen. Küche, habt ihr ja vorher schon gesehen, ist der Kühlschrank da und ja, sonst nichts. Und oben ist natürlich auch noch Chaos, aber wir haben schon so, so viel jetzt geschafft. Hier zum Beispiel ist der Aktenschrank. Steht natürlich alles noch voll, aber es geht voran. Hallo. Wir haben es jetzt fast 22 Uhr. Wir hatten hier gerade noch eine Pizzarunde. Das ist unsere alte Wohnung, wie ihr seht, die Küche, aber schon der neue Tisch. Ich beobachte hier die kleine Maus, die liegt nämlich schon im neuen Schlafzimmer oben. Ja, das war ein sehr erfolgreicher Tag. Es war wahnsinnig viel zu machen, weil wir eben doppelt Möbel hatten, also Ferienwohnung und private Wohnung abbauen und wieder aufbauen. Wir hatten aber super, super Hilfe. Meine tolle Familie und ganz viele tolle Freunde. Und ja, wir waren auch fleißig. Die Kleine wurde bespaßt von Patentante, also meiner Schwester und meiner Mama. Das war super, da konnte ich einfach auch viel machen. Und ja, mein Mann hat viel gemacht, ne Schatz? Wir sind jetzt richtig müde. Aber wir haben nicht ganz geschafft, also alle Möbel haben wir getauscht, aber unsere Küche, also alle Utensilien küchemäßig. Guten Appetit. alle Küchenutensilien, also Teller, Pfannen, alles, was wir morgen fürs Frühstück brauchen, ist noch hier unten.
Deshalb suchen wir das jetzt noch schnell zusammen und bringen es hoch, dass wir morgen frühstücken können, ohne hier runterlaufen zu müssen. Ja, und dann geht's morgen weiter. Ich denke, der Vlog ist schon wahnsinnig lange. Ich habe jetzt vor, euch morgen noch schnell zu zeigen, wie weit wir gekommen sind. Guten Morgen, wir haben den nächsten Tag. Unser altes Schlafzimmer ist jetzt Ferienwohnung und hier steht ein großes Bett mit zwei Nachttischen, eine Kommode, hier ist noch Zeug, was ich mit hochnehmen muss. Das Badezimmer ist total leer. Das müssen wir noch schön putzen. Hier ist eine Kommode. Das Gäste-WC ist uninteressant. Dann Ferienwohnung stand hier, eine Couch. Das müssen wir noch platzieren. Hier möchten wir so eine kleine Sitzecke machen. Ein Einzelbett, ein Doppelbett. Der Tannenbaum muss natürlich auch noch weg. Also ihr seht, es gibt noch viel, viel zu tun. Die Kommode kommt auch noch an einen anderen Ort. Küche bin ich auch gerade dran. Also es ist ja noch nichts fertig. Das ist jetzt mal der Stand von unserer alten Wohnung. Da muss ich jetzt einfach die nächsten Tage ganz viel machen. Und dann geht's nach oben, oben, oben. Da haben wir jetzt schon einiges geschafft. Ihr seht, unsere Kommode ist hierher gewandert. Da sind Schuhe, Mützen und so Zeug drin. Hier sind unsere Schuhe. Dann kommen wir rein, haben wir die Abstellkammer. Die hat sich schon gut gefüllt, aber auch noch im Chaos. Küchenchaos, der kommt noch weg. Das habt ihr gesehen. Gästeklo. Badezimmer. Wickeltisch ist weg, weil den habe ich in Lianas Zimmer. Das ist das einzige Zimmer und das war mir auch das Wichtigste, dass es schon fertig ist. Also nicht fertig, aber halt alles steht. Wickeltisch, Schrank, wir haben hier so ein kleines Zelt gebaut. Das zeige ich euch aber alles noch in einer Haustour. Richtig. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben am Schluss des Vlogs. Mia, wir wissen noch nicht so wirklich. Sie fühlt sich, glaube ich, noch ein bisschen verloren hier in der neuen Wohnung, ne? Aber ja, das kommt alles. Hier oben ist das größte Chaos. Ich zeige es euch trotzdem kurz. Und dann verspreche ich euch, dass in den nächsten Tagen, Wochen eine Roomtour kommt mit allem schön aufgeräumten. Wir haben noch keinen Schrank, deswegen liegen hier alle unsere Kleider. Der Computer, das Schlafzimmer, wo gerade Papa das Baby bespaßt. Aber ja, das muss noch alles gemacht werden in den nächsten Tagen. Ich hoffe, euch hat unser Umzugsvlog gefallen und es gibt bald eine Haustour, Roomtour von der hoffentlich dann aufgeräumten Wohnung. Bis ganz bald. Danke fürs Zuschauen. Ciao.